Aber das ist doch noch da. Hört, hör! Ja. Nee, du. Du. Hört her. Ja. Hört her! Die Vorbereitungen für das Sondertribunal am Stadtplatz sind abgeschlossen. Die sind abgeschlossen, also ist ein Schloss vorgehängt worden. Und wir kommen nicht mehr ran, denn wir haben keine Axt! Wir haben schon den... Wir haben schon dieses Medaillon da probiert, nee, den Anhänger probiert. Und meine Axt! Ruf die große Inquisitorin, wir müssen uns auf den Prozess vorbereiten. Jeder Bürger dieser Stadt möchte zweifellos Zeuge des Prozesses heute Abend sein. Man muss mit einer Überfüllung rechnen. Ja, da bin ich dabei. Alle Ritter zu ihren Plätzen. Helfen wir diesem letzten Prozess, seinen stolzen Platz in Labyrinthias Geschichte zu finden. Schwupp! Nick! Die Zeit ist gekommen, Maya. Das bedeutet das Ende unserer Untersuchungen, schätze ich. Denkst du, wir schaffen es? Wir hatten nicht gerade viel Zeit, um die Untersuchungen abzuschließen. Wir haben unser Bestes getan in der Zeit, die uns zur Verfügung stand. Gehen wir, Maya. Ich habe das Gefühl, Sophie wird bald zum Warteraum für Angeklagte gebracht. Weißt du, Nick? Was denn? Ich denke... Was? Yes! Moment. Was? Wie machst du das nur? Es ist und bleibt ein Rätsel. Stopp! Genau. Es ist kein Zufall, dass du und ich im Labyrinth hier gelandet sind. Maya. Maya. Phoenix. Maya. Nick. Weißt du noch das erste Mal? Es war grauenhaft. Damals hast du uns Blenis gemacht. Auf der Universität. Entschuldigung. Ah. Und wir sind hier wegen des Prozesses heute Nacht. Ich weiß, was du meinst und ich stimme dir zu. Ja, wir sind wirklich hier wegen des Prozesses. Ich bin sicher, dass Herr Layton und Luke auch das auch so sehen. Ich weiß, dass sie ein oder zwei Hinweise finden werden, um Sophie zu helfen. Bing. Ja, du hast recht. Das heißt, wir müssen in diesem Prozess unser Bestes geben, Maya. Alles klar, Nick. Los geht's. Darauf kannst du wetten. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug für Sophie. Ja, oder bis zum letzten... Räuspern. Richtig. Ja. Fortsetzung folgt. Und jetzt spielen wir nochmal aus der Sicht von Luke und dem Professor. Wirklich? Oh nein. Soll er endlich mal irgendwann vorbei sein? Ich möchte nochmal ein paar Rätsel. Ja, ich auch. Ohne Rätsel macht's keinen Spaß. Außerdem, wenn wir nur Text haben, dann verquatschen wir uns ja ewig. Weil es bei Rätseln ja noch nie vorgekommen ist. Naja, aber da kann man wenigstens währenddessen das Rätsel noch lösen. Ist auch richtig. Professor! Mein Fuß! Was ist denn, Luke? Was denken Sie, was heute passiert ist, Professor? Geben Sie es zu, Sie wissen es doch schon längst. Auf den ersten Blick wirkt es so, als wäre der Schöpfer angegriffen worden. Auf den ersten Blick? Von Sophie, der Narrateur. Was machen wir jetzt, Herr Professor? Hä, dafür hatten wir einen Sound? Aber nein! Aber selbst wenn es so aussieht, muss es nicht der Wahrheit entsprechen. Es muss einen Widerspruch geben, der ihre Unschuld beweist. Ja, Sie haben recht. Herr Wright, ich wette, er wird selbst den kleinsten Beweis finden. Luke, warum nennst du mich Herr Wright? Herr Wright und Maya sind am Tatort, um nach Hinweisen zu suchen. Während wir nach Beweisen für Sophies Unschuld suchen.
So sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Ich verstehe. Die Zeit, die ich mit Sophie verbracht habe, hat mir eines klar gezeigt. Ich stehe doch lieber auf Kerle. Sie könnte niemals eine Tat wie die am Stadtplatz vollbringen. Als Frau. In der Tat. Ist nämlich einiges vorgefallen, was sie nie und nimmer hätte bewerkstelligen können. Als Frau. Ja. Boah. Wenn wir schon bei Diskriminierung sind. Ja. Ich glaube an Sie, Professor. Dass Sie ist falsch. Das muss groß geschrieben sein. Ja, es kann ja nicht sein, dass er an Sophie glaubt. Ja, eben. Weil sie ist ja eine Frau. Oh. Ich weiß, dass du das tust, Luke. Wir sind ihre Freunde. Also müssen wir an sie glauben. Das ist wie so, ja, wir müssen füreinander da sein, denn wir sind eine Familie. Und Quappo ist mein bester Freund. Prismania City. Mhm. Oder dass Fleckmon das nicht machen will, was es soll in Azuria City. Fleck. Fleck. Mom. Ja. Tell me, what's your story? Slopebook. Das kenne ich gar nicht. Das ist ein schönes Lied. Sehr Reggae-lastig. Ja. Gehen wir zuerst zum Wachposten. Nein. Gehen wir zuerst am Wachposten vorbei. So ist es. Och. Die Tür ist verschlossen. Und hier sind keine Ritter, die sie aufschließen könnten. Und wir haben keine Axt. Was ist denn los, Phosphor? Nicht Phosphor, mein Bein. Wollte ich auch gerade sagen. Das ist großartig, danke. Und jetzt lass mein Bein los. Er sagt, es gibt noch einen zweiten Eingang, den nur die Ordensritter nutzen. Das sind gute Neuigkeiten, aber wir sind keine Ordensritter. Kannst wir sind noch nicht mal ordentlich. Kannst du uns den Weg zeigen, Phosphor? Oh, Grätzl. Das ist gut, denke ich. Guten Abend, Herr Layton. Es ist schon ein Weilchen her, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind. Ja, so lange wie wir brauchen. Mhm. Ja. In der Tat. Fräulein Büchner, ich bin überrascht, euch hier anzutreffen. Nach der letzten Parade des Schöpfers war es mir nicht mehr möglich, meine Zeit in der Bibliothek zu verbringen. Doch mir ist auch bewusst, dass es keine Lösung ist, ziellos in der Gegend umher zu wandern. Euch hier anzutreffen, Professor, hat meinem Wandern Sinn gegeben. Wenn ihr ungelöste Rätsel nachschlagen oder Rätsel lösen wollt, die ihr nicht gefunden habt, kann ich sie euch nun zeigen. Gib her! Wieso löst ihr nicht ein oder zwei Rätsel? Rätsel zu lösen kann euch in diesen schweren Zeiten beim Entspannen helfen. Verhextes Fenster. Nur eins! Also wir können nur ein Rätsel lösen und nicht zwei. Okay. Dann los. Ja. Verhextes Fenster. Ha, verhext. Es darf nicht mehr sprechen. Oh nö. Okay, ich glaube, das ist nicht schlimm. Zwei Prinzessinnen tanzen vor dem Fenster. Im Mondlicht sind ihre Umrisse durch das Fenster erkennbar. Das Fenster hat allerdings magische Eigenschaften und so werden einige Teile umgedreht und das Bild verzerrt. Benutze den Touchpen und berühre die Teile, um sie umzudrehen. Bringe sie in die richtige Position, um die Spiegelbilder der Prinzessin richtig zu rücken. Ach so, man muss nicht mal vertauschen, man muss es nur drehen. Mhm. Das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Ja, aber warte mal, dann... So? Nee. Doch. Doch? Und das andere auch? Ja. Ah!
Oh. Ah. Ist ja easy. Na, das ist ja cool. Das muss gedreht werden. Da. Okay, also bisher sieht es schon echt nicht schlecht aus. Jetzt noch. Tada! Das war jetzt aber einfach. Aber ist es jetzt auch so die Antwort? Weil, was ist mit diesen hier? Ah, oh oh. Vorsicht, Falle. Oh. Gut erkannt. Also das war jetzt, das war wirklich echt fies, aber es ist ja nur ein Teil gewesen. Ja. Nice. Ich hab mir gedacht, da muss doch irgendwas sein. Das wäre doch zu einfach, wenn man nur die drehenden Frauen... Stimmt. Ja. Oh, fiese Falle, fiese Falle. Glasklar, das magische Fenster sieht so bezaubernd aus wie die Ballkleider der Prinzessinnen. Hui. Das war vortrefflich. Ja, das ging dann ein bisschen zu schnell. Na, vielleicht kommen noch welche. Wann immer ihr ein Rätsel lösen möchtet, sucht mich einfach auf. Oder geht in den Rätselindex. Ich glaube, das ist einfacher da. So. Sind hier eigentlich noch Sachen zum Finden? Es ist dort dunkel, also kann ich nicht sehen, was im Wasser ist. Okay, ist hier noch irgendwas? Professor, das ist die beste Gelegenheit, hineinzukommen. Die Wachen sind weg. Meinte er jetzt wirklich das da drin? Also den, das Gebäude? Luke, das ist nicht der Zeitpunkt, um im Graben nach Fischen Ausschau zu halten. Los, gehen wir weiter. Was ist hier noch gewesen? Wenn sie den Schöpfer nicht beschützen müssen, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Oh. Okay, hier sonst ist hier nichts, da ist nur noch... Glücklicherweise hat uns der hilfreiche Hund einen anderen Weg gezeigt. Hier ist niemand. Nicht einmal jemand, der das Tor öffnen könnte. Okay, bewegen? Nee, oder? Doch. Garnison der Ritter. Ja, da ist... da. Ein verstecktes Rätsel. Da ist ein verstecktes Rätsel, dann will ich das. Aber warum sind da 3 von 3 Hinweismünzen schon? Waren wir da? Schon mal. Oh. Na dann. Nun, wer hätte gedacht, dass der Schöpfer ein solches Ende finden würde? Ich kann es kaum glauben. Und selbst jetzt. Und was soll nur aus uns fehlen? Das Gleiche. Ich wünschte, ich wüsste es. Und nicht nur aus uns, sondern auch aus Inquisitor Flammenberg. Er wird des Verrats verdächtigt. Das Ganze ist ein großer Schlamassel. Egal wie, ich sehe Probleme in der Zukunft. Ein Hellseher. Euer ewiges Gejammer tut mir in den Ohren weh. Ihr schimpft euch Ritter? Oder nein, das ist jetzt Knights. Oh, na ja, ich mach den mal. Und so. Ah, Hauptmann. Der Schöpfer ist Geschichte. Inquisitor Flammenberg aus dem Bild. Wer denkt ihr, leidet die größten Qualen unter diesen Umständen? Ich sage es euch, die Bürger dieser Stadt. Jetzt brauchen sie uns mehr denn je. Es ist unsere Pflicht, für sie da zu sein und sie zu beschützen. Hey, da sind Eindringlinge. Ja, Hauptmann, das ist sicherlich richtig. Aber was können wir so für sie tun, so wie die Dinge jetzt stehen? Ihr seid erbärmlich. Da drüben ist das nicht. Blöp. Oh, ja, genau. Sogar die Ritter sind erschüttert. Was wird nur aus Labyrinthia werden? Stehen geblieben. Naja, der letzten Geschichte zufolge gibt es neue Hoffnung für die Zukunft, sobald dieses Durcheinander geregelt ist. Es ist also ein wenig zu früh, um aufzugeben. Das hoffe ich. Geben wir unser Bestes, Professor. Ha! Jemand kommt in unsere Richtung. Es ist... Superman! Nein, Was macht ihr hier?